mal übernehmen, Sie alle zum 12. Teil unserer Kurz- und Knackig-Serie hier zu begrüßen. Heute geht es um das Thema Solar Limits, aber als erstes wollen wir dann zunächst einmal doch unser Team vorstellen. Wenn der Klicks funktioniert. So, heute ist unser Referent der Jürgen Deutschmann von AT&S. Dort ist er Supply Quality Manager. Im Hintergrund unsere bezaubernde Jilly Zaro wieder, die sich um die Technik kümmert. Der Micha sitzt mir bildschirmmäßig gegenüber und wird einen Teil der Moderation übernehmen und ich darf heute mal den Hauptteil wieder mal vorstellen. So, kurz und knackig die Idee. Wir haben es jetzt schon 12 Mal erzählt. Ich gehe jetzt kurz und knackig durch. Wir wollen natürlich hier aus der Regionalgruppe in Stuttgart möglichst gute Ideen rüberbringen, unser Netzwerk hier weiterhin kontinuierlich pflegen, die Mitglieder mit guten Informationen versorgen und die Einbindung auch unserer Mitglieder in die Aktivitäten hier möglichst gut gestalten. Und halt der Teilnehmerkreis sollte größer und größer werden. Und ich schaue jetzt gerade mal, wir sind jetzt bei 43 Teilnehmern dieses Mal. Letztes Mal haben wir schon den Rekord aufgestellt, da waren wir mit über 80 Teilnehmern. Kurze Einführung, wie das Ganze hier geht. Sie werden als Teilnehmer alle erst einmal stumm geschaltet. Fragen, es gibt eine Fragefunktion, die während der Präsentation da ist. Da können Sie natürlich auch sagen, hallo, ich habe eine Frage. Ich glaube, der Jürgen, wenn Fragen zwischendurch kämen, könntest du die auch zwischendurch beantworten, denke ich. Ja. So, es gibt so eine Handhebefunktion. Da wird der Micha ein bisschen darauf achten. Wer eine Frage hat, sollte die kurz heben. Ansonsten ist noch zu sagen, die Session wird wie immer aufgezeichnet. Das Ganze gibt es dann auf unserer YouTube-Playliste zu sehen. Und Videoübertragung des Referenten und der Moderatoren, wobei die Moderatoren, der Michael und ich, wir schalten uns gleich weg. Den Jürgen könnt ihr dann die ganze Zeit sehen. Heute, wie gesagt, Solar Limits. Das ist so das Neueste von UL, was sie sich haben einfallen lassen. So, wo ist der aktuelle Stand? Wie geht das Ganze weiter? Da wird der Jürgen gleich was zu sagen. Für den Teil 13, der dann in 3 Wochen kommt, haben wir uns die Firma Bysoft geholt, wo es dann um die Automatisierung von Bauteildatenbanken geht, bis hin zum besten Preis, den man hat. Danach hat sich Adam Research bereit erklärt, über Strombelastbarkeit von Leiterbahnen zu reden. Ich habe das Ganze mal so scherzeshalber genannt, so wenn Leiterbahnen in Schwitzen kommen. Naja, wenn man viel Strom drauf gibt. Was mich besonders freut, jetzt werdet ihr sicherlich sehen, Teil 15 und 16 ist noch nicht bestimmt. Da wissen wir noch, also haben wir noch keinen Referenten dafür, den kriegen wir aber. Teil 17 freut mich ganz besonders, den Professor Wilde vom IMTEC in Freiburg zu bekommen, wo er aus dem Forschungsprogramm berichten wird, Methoden zur sicheren Erkennung gefälschter elektronischer Bauelemente. Also Fake-Bauelemente gibt es reichlich und da bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das Ganze gehen soll. Und jetzt übergebe ich einmal kurz an den Michael, weil Ganz kurz, Micha. Mikrofon, ja, mach du weiter. Das war eigentlich für heute so ein kleiner, eine kleine Live-Schalte in den Süden runter geplant. Und zwar ein ehemaliger WG-Kollege von der Studienzeit von mir, der ist jetzt aktuell in der Arktis unten auf der Neumayer-Station für 3 Monate. Und da war geplant, dass wir eine ganz kurze Telefon-Live-Schalte mit ihm machen und einen zukünftigen Vortrag von ihm, was Elektronik unter Extrembedingungen angeht. Hier vorankündigen. Leider ist im Moment da unten ein sehr starker Sturm, beziehungsweise die haben wahnsinnig viel zu tun aktuell. Deswegen ist es ihm leider nicht möglich gewesen, hier heute mal ganz kurz Hallo zu sagen. Aber das werden wir bei nächster Gelegenheit nachholen, denke ich mal. Gut, Ich wieder denke, das zurück ist zu dir. auch, ja, ich denke, das ist ein super spannendes Thema und da werden wir wieder alle Rekorde sprengen, denke ich, Ja, oder ich habe in hoffe ich. letzter Zeit habe ich auch regelmäßig mit dem Felix Kontakt gehabt. Wir haben über einen Amateurfunksatellit haben wir direkt Kontakt gehabt, recht lang miteinander geplaudert und ich denke mal, das wird interessant werden für die Elektronikbranche. Supi. So, was ich schon angekündigt habe, alle 3 Wochen unser YouTube-Kanal oder unsere YouTube-Playliste, das sieht man hier unten, das wird der Michael gleich noch wieder an alle verteilen. Den müsst ihr jetzt nicht abschreiben, den könnt ihr gleich im Chat haben.
Dort sind alle unsere kurz und knackig Sessions aufgezeichnet. Man kann sie sich nachträglich nochmal anschauen. Nicht zu vergessen, der Paul Award 2022. Hier geht es dem FED darum, junge Mitglieder zu finden aus der Elektronik, die irgendwo richtig tolle Sachen gemacht haben. Man kann sich dort bewerben. Bewerbungsschluss ist der 1.9. jetzt im September 2021. Und die Siegerehrung wird dann in 2022 stattfinden. Leider hat der erste Paul Award doch sehr unter den Corona-Bedingungen gelitten. Wir konnten also nicht die tolle Location aufsuchen, um dann den Gewinner zu ehren, wie wir das geplant haben. Aber ich denke, 2022 haben wir hoffentlich die Corona-Geschichten langsam hinter uns. Das wäre es zunächst einmal von meiner Seite. Ich möchte jetzt an den Jürgen übergeben. Das heißt, ich übergebe dir die Moderation an den Jürgen Deutschmann als unseren Referenten. Da muss ich mit der Maus noch darüber. Ja. Jürgen, wir freuen uns jetzt auf einen tollen Vortrag deinerseits. Wunderbar, dann übernehme ich jetzt die Präsentation. Also ich darf Sie recht herzlich begrüßen auch. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen diesen Vortrag halten darf. Danke für die Einladung an den Roland Schönholz und an den Michael Mattes. Ja, um was? Ich springe gleich einmal ganz kurz in eine Vorstellung meinerseits hinein. Also mein Name ist Deutschmann Jürgen. Ich bin seit nunmehr 33 Jahren bei AT&S tätig in unserem Stammwerk in Leoben, habe seinerzeit in der Produktion als Operator begonnen, habe dann in der CM-Datenaufbereitung gearbeitet, bin dann mehrere Jahre in verschiedenen Locations bei uns als Abteilungsleiter tätig gewesen und mache seit 10 Jahren jetzt die Lieferantenqualität. Also ich mache nicht die Lieferantenqualität, sondern ich bin zuständig für Lieferantenqualität für die beiden österreichischen Werke und 50% meines Tagesgeschäftes verbringe ich eigentlich mit UL-Zulassungen für die ganze AT&S-Gruppe. Dann würde ich vorschlagen, ich zeige Ihnen jetzt einmal, um was es eigentlich geht bei diesen Multiple Shoulder Limits und das Thema direkt. Also ich habe da eine Präsentation auch vorbereitet, wo ich also einmal gerne die Ausgangssituation ganz kurz erklären möchte. Also viele von Ihnen werden mitbekommen haben, es hat ja es ist nunmehr schon 3 Jahre wieder her, eine ziemliche Unruhe im Markt gegeben, weil UL hergegangen ist in Person von Emma Hudson, die auf der EIPC-Winterkonferenz in Salzburg das erste Mal dieses Thema auf den Tisch gebracht hat, wo eben die Forderung von UL gekommen ist, dass die neuen Vorgaben der UL-Zertifizierungen auch Mehrfachlötungen abdecken müssen. Also es hat wirklich ein klares Statement von UL gegeben. Es gibt keine Vorgaben von UL dahingehend. Das heißt, Baugruppen, Sie wissen, Baugruppen oder wie wir alle wissen und auch UL weiß, die Baugruppen werden in mehrfachen Lötprozessen verarbeitet und die Vorgabe selbst für diese Verarbeitung muss aber aus der Industrie kommen. Jetzt hat es natürlich einen großen Punkt gemacht, weil niemand hat gewusst, was bedeutet das jetzt für uns nicht, was bedeutet das für bestehende Zertifizierungen, was bedeutet das beim Bestücken, wie geht man an das Thema heran? Der FED und der ZVEI haben dann das Thema aufgegriffen. Es hat mehrere Roundtable-Gespräche und Arbeitskreissitzungen gegeben, wo eben mögliche Vorschläge für Multiple Shoulder Limits dann aufbereitet wurden, beziehungsweise erarbeitet wurden. Die Teilnehmer an diesen Arbeitskreissitzungen und Gesprächen waren natürlich aus beiden Verbänden, ZVI und FED, aus den Bereichen Basismaterialien,
Lothersteller, Lacke, Leiterplattenhersteller und Baugruppenhersteller. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir so viele wie möglich an Betroffenen da in das Boot hineinbekommen, um eben dort dementsprechend das auch richtig aufbereiten zu können. Im Arbeitskreis wurden dann die verschiedensten Anwendungen aufgezeigt. Also wir haben wirklich Lötprofile und Lötdaten von Bestückern zusammengetragen. Es waren eine Menge, das können Sie mir glauben, haben diese gegenübergestellt und haben dann diskutiert, wie wir das am besten abbilden können. Also wir haben gesagt, es gibt Vorgaben für Flow und Reflow, die müssen aber dementsprechend auch abgebildet werden. Also Flow-Leiterplatten durch Anlagentechnik und auch durch Spezifikation der Bauteile mit 260 Grad für 10 Sekunden begrenzt und auch durch die Methode 2.6.8 aus der DM650 ist ja seit Jahren eigentlich prinzipiell ausreichend abgedeckt. Also der IBC-Standard DM650 sagt ja oder der legt ja prinzipiell einmal die Spezifikation auch fest. Dann gibt es aber auch noch Vorgaben der Lötbastenhersteller, wo Temperaturbeschränkungen von Bauteilen auch mit hineingehen mit maximal 245 Grad Celsius und auch der thermischen Masse von Leiterplatten. Entscheidend aber für einen thermischen Stressor und damit als Referenzgröße ist aber auch immer die in die Leiterplatte eingebrachte Wärmemenge. Also da sieht man schon, es sind wirklich sehr viele Parameter, die hier im Zuge dieser Ausarbeitung von diesen Parametern notwendig waren, die wir im Zuge dessen auch betrachten haben müssen. Wir haben dann Vorab-Tests gemacht von Rückstellmustern, also von wirklichen UL-Mustern, die wir bei AT&S im Haus noch gehabt haben, mit verschiedenen Materialdicken, mit verschiedenen Aufbaustärken, mit verschiedenen Materialkombinationen und haben dann eben diese Testmuster so getestet, wie wir die Vorschläge einmal, die wir an UL herantragen möchten, auch im Realen getestet haben. Also wir haben die Möglichkeit in Leoben, dass wir eben diese Flammability-Tests beziehungsweise diese Delaminationstests, die eben bei UL auch durchgeführt werden auf Mustern, dass wir das simulieren können und diese Muster auch vorab einmal auch testen können, damit wir eben sicher sind, dass diese Vorgaben, die wir erarbeitet haben, auch diesen Tests dann bei UL standhalten. Wie hat dann die Empfehlung ausgesehen, die wir an UL dann eingebracht haben? Also es ist so, UL macht ja diese Standards im Standard Technical Panel. Das heißt, In dieser Arbeitsgruppe bei UL, da befinden sich verschiedene Hersteller rund um den Globus, die eben dort diesen UL-Standard festlegen bzw. updaten bzw. unter Anführungszeichen weiterentwickeln sollen. In diesem Standard Technical Panel haben wir als AT&S dort die Möglichkeit gehabt, dass wir hier aktiv mitarbeiten und dass wir eben diese FED und ZVEI-Empfehlungen in dieses Gremium hineintragen. Das heißt, wir haben Empfehlungen gemacht, die jedoch nur für starre Leiterplatten gelten. Weil wenn man jetzt Sonderformen betrachtet, wie Flex-Leiterplatten, Starflex-Leiterplatten, IMS-Leiterplatten und ganz spezielle Materialien wie Polyamid, da muss man wirklich unterscheiden von den Materialien und Aufbauten her. Das muss man dann wirklich zukünftig auch anderwertig betrachten, weil man kann nicht hergehen und diese Bestückungsparameter,
wie man eben zu den Shoulder Limits sagt, auch die man in der Stahlleiterplatte verwendet, gleich für Flex, Starflex und EMS-Leiterplatten oder für Polymid auch anwenden kann. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich drei Varianten, die wir abbilden müssen. Die Variante A ist eben ein Profil gemäß der IWC DM650 nach der Methode 2.627a. Die Variante B, da gibt es ein Profil in Anlehnung an die JSDD 020 für Baugruppen in der Leistungselektronik. Und dann gibt es noch als Variante C, die wir dort mit hineingebracht haben, eine Wärmewänge, die bei einer Start- und Endtemperatur von über 30 Grad Celsius den Wert von 105.000 Kelvin-Sekunden nicht überschreitet. Also wir haben gesagt, mit diesen drei Vorschlägen wollen wir einmal dort hineingehen, beziehungsweise das wollen wir dort auch in den UL-Standard für Leiterplatten festlegen. Zudem haben wir gesagt, ist es natürlich auch sinnvoll, Leiterplatten dann schlussendlich in zwei Kategorien einzuteilen, wo man wirklich auf die Auswahl der einzelnen Basismaterialien schaut, ganz genau, weil es gibt ja teurere Materialien mit viel mehr Anforderungen und es gibt auch billige Materialien am Leiterplattenmarkt. Und je nachdem, welche Basismaterialien dann man auch verwendet, muss man dann aber auch so ehrlich sein und dann festlegen, wie das in der Bestückung dann aussehen kann. Weil ich kann nicht ein billiges Material hernehmen und das Material dann oder die Leiterplatten mit dem Basismaterial dann nach der DM650 zertifizieren lassen mit 265 Grad und 6 Reflow-Zyklen, weil das Material, das wird dementsprechend dann diese Prozesse logischerweise nicht aushalten. Das heißt, wir haben gesagt, es wird wahrscheinlich eine Kategorie 1 geben, wo man Leiterplatten mit wenig Lötprozessen hat, wo man aber auch dementsprechend die Materialien auswählt, die dementsprechend dann eine geringere Belastung während der Baugruppenproduktion auch in den Qualifikationskriterien aushalten sollte. Zum Beispiel, wenn man nur dreimal Reflow-Löten hat. Dann gibt es natürlich die Kategorie 2 Leiterplatten mit mehreren Lötprozessen, wo man sagt, wir haben zum Beispiel zweimal Reflow, zweimal Flow-Verfahren oben. Vielleicht haben wir auch noch einen Endlötungsprozess, weil man reparieren muss. Dann noch einen händischen Lötungsprozess dazu. Also da kommen wir dann schon auf 6 Reflow oder 6 Lötzyklen beim Bestücken hinauf. Und da muss man dann wirklich zukünftig ganz genau aufpassen, was möchte oder welche Zertifizierung möchte ich dann haben zukünftig für diese Baugruppe und wie muss das dann wirklich definiert sein, um eben dann auch beim Bestückprozess dort dementsprechend das positive Ergebnis haben. Dann hat es noch die Diskussion gegeben mit UL, ja, was machen wir jetzt mit bestehenden Baugruppen, weil man kann ja nicht hergehen und jetzt sagen, so, jetzt ändern wir den Standard und ab sofort oder von mir aus in einem Monat, in einem halben Jahr sind diese am Markt befindlichen UL-Zertifizierung nicht mehr gültig, weil wir haben jetzt neue Anforderungen und wir wollen jetzt für alle Baugruppen nur noch Multiple Shoulder Limits haben. Das ist unmöglich, weil wenn ich alleine hernehme, AT&S, wir haben ganz bestimmt hunderte verschiedene Materialkombinationen, die wir UL-zertifiziert haben nach den alten UL-Vorgaben, wo wir gesagt haben, wir haben 288 Grad für 10 Sekunden und das war es eigentlich. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, zukünftig wird die Leiterplatte beim Bestücken dort vom UL-Inspektor kontrolliert, der sieht, man geht beim Bestücken dort 3, 4, 5 Mal durch die Bestückungsanlage, zählt
zählt dann auch die Zeit, die die Leiterplatte während dem Bestücken verweilt, mit und kommt dann zu irgendeinem Conclusio, wo eben die Gesamtzeit, keine Ahnung, ich bin nicht der Experte, aber doch über eine Minute läuft oder auch 1,5 Minuten, wenn man das zusammenzählt. Und dann gibt es dort die Abweichung und die Baugruppe ist dann schlussendlich nicht mehr gültig. Also das kann es nicht sein. Somit haben wir auch von UL abgerungen, dass ab dem Zeitpunkt, wo eben dieser Standard dann wirklich gültig ist mit Multiple Shoulder Limits, alle alten UL-Zertifizierungen in dem Status eingefroren sind, auch weiter am Markt gültig sind. Aber alles, was neu UL-zertifiziert wird, muss dann eben diesen Multiple Shoulder Limits entsprechen. Und das wäre es eigentlich jetzt mit meinen Ausführungen dazu. Und ich bin jetzt offen für Ihre Fragen. Also Sie können jetzt gern Fragen stellen. Roland, da würde ich wieder an dich übergeben. Damit wir etwaige Fragen dann auch beantworten können. Ja, dann übernehme aber jetzt mal ich, weil ich hier. Oder magst du das, ja? Ja, ich übernehme jetzt gerade mal, weil ich hier was notiert habe. Okay. Mal kurz gucken, Moment. Den richtigen Bildschirm übertragen. So. Bis du gleich kommen, genau. So, es gab zwei Fragen. Und zwar die eine: Welche Konsequenz haben die Solo Limits für Basismaterialien? Für Basismaterialien hat das eigentlich keine Konsequenz, weil der Leiterplattenhersteller ist angehalten, das richtige Basismaterial auszuwählen, das dann eben auch der Bestückung entspricht. Das heißt, zukünftig wird der Leiterplattenhersteller, wenn ein Kunde UL fordert, ganz genau nachfragen müssen: Lieber Kunde, wie viele Bestückungszyklen wird diese Leiterplatte dann in der Bestückung durchlaufen? Ist natürlich ein Riesenthema, aber anders wird es nicht möglich sein. Und dementsprechend muss dann eben der Leiterplattenhersteller auch das Material auswählen, das er auch für diese Anforderungen dementsprechend qualifiziert hat. Aber Jürgen, das heißt doch in allerletzter Konsequenz, dass sich die Basismaterialhersteller mit diesem Thema Solder Limits auseinandersetzen müssen, um überhaupt sagen zu können, ob ihre Materialien diese Dinge wirklich aushalten. Das ist ja sowieso der Fall, nicht? Weil wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Suche nach einem Basismaterial gehen, nach einer neuen Kundenanforderung, dann müssen wir ja prinzipiell wissen, wie viel hält das Basismaterial aus. Das war ja schon immer so, nicht? Und es gibt eben Basismaterialien, die halten eben nur, keine Ahnung, vielleicht 2 Lötzyklen aus, 3 Lötzyklen aus. Und es gibt aber auch höherwertige Materialien, die eben 6 Lötzyklen aushalten. Und wenn der Kunde jetzt sagt, er braucht jetzt die Leiterplatte nach der DM650, dann müssen wir als Leiterplattenhersteller schauen, dass wir ein Basismaterial verwenden, das wir intern qualifiziert haben, das aber diese 6 Reflow-Zyklen auch aushält. Also ich kann nur jetzt von AT&S sprechen. Ein jedes Basismaterial, das bei uns im Haus qualifiziert wird, wird ja wirklich bis zur Delamination nach verschiedenen Lötzyklen auch gestresst, wo wir ganz genau wissen, was hält das Basismaterial aus. Also es gibt ja die Empfehlung der Basismaterialhersteller und nach denen gehen wir und dann stressen wir diese Materialien wirklich so lange mit unseren Platinen, dass wir eben wirklich dort diesen Punkt herausfinden, wo das Material dann nicht mehr geeignet ist. Also wir haben ja auch Kundenanforderungen, wo Kunden sagen, sie brauchen 8 Reflow-Zyklen oder 10 Reflow-Zyklen, gibt's durchaus.
Und da müssen wir wirklich an die Grenzen gehen, auch vom Basismaterial, um eben herauszufinden, ob man überhaupt das richtige Material noch zur Verfügung hat. Weil die meisten Basismaterialhersteller oder alle, die wirklich ein gutes Material verkaufen, sagen maximal DM650, nicht? Wo man eben 6 Reflow-Zyklen auch gewährleistet hat für diese Produkte. Aber es gibt natürlich auch Anforderungen, die mehr überstehen müssen. Okay. Die zweite Frage, ich muss sagen, das sind jetzt in den letzten 2-3 Minuten sind hier eine ganze Menge Fragen über die Chat-Funktion noch reingekommen, über die Fragefunktion, die werde ich im Nachgang nochmal wörtlich stellen, aber kann sie ja nicht darstellen. Das ist jetzt eine Frage, die noch so gestellt worden ist im Vorfeld. Werden neben der alten FR4-Standard-PCB auch neue Technologien wie 3D-MID, dehnbare Schaltungsträger, etc. betrachtet und berücksichtigt, was die Solar Limits angeht? Also nicht mehr in unserer Projektgruppe, weil ich muss ehrlich sagen, man sieht es ja auch bei den UL-Zertifizierungen für Leiterplatten, jede 3D-Anwendung, also Flex, Rigid Flex oder Leiterplatten mit Cavities, muss eine eigene Listung haben. Da kann man mit bestehenden UL-Zertifizierungen, mit den Standardleiterplatten, mit starren Leiterplatten nichts mehr anfangen, weil das so ein spezieller Anwendungsfall ist, wo man mit einer Standard-UL-Listung gar nicht mehr durchkommt. Also muss man das sowieso speziell betrachten und muss dementsprechend auch diese Platinen dann qualifizieren. Okay, Dankeschön. Ich lese gerade mal weiter vor. Gibt es Materialdatenbanken zu dem Thema? Das ist eine Frage. Es gibt das UL Online Certificate Directory, da wird man der Roland Schönholz beipflichten, der kennt es bestimmt auch. Aber ich muss ehrlich sagen, das wäre so eine Datenbank, aber da muss man wirklich sehr versiert sein, dass man hier solche Dinge herausfindet. Also da sind, ich weiß nicht, Roland, sind 10.000 Materialien, 100.000 drinnen und da muss man wirklich bei den Einstellungen herumspielen und das geht nicht von heute auf morgen, du musst wirklich ein Experte sein. Die ist aber meine frei. Jede Menge Leichen darin. Leichen, genau. Ja. Die ist aber frei verfügbar, meine ich, ne? Kann man über die ist aber frei Webpage verfügbar. Okay. Die UL hat das zwar jetzt geändert, man muss sich einmal registrieren. Okay. Hat seinen eigenen Login, kriegt sein eigenes Passwort, kostet nichts und dann kann man dort drinnen herumstöbern nach Lust und Laune. Das heißt, wir werden den Link auf alle Fälle hier in die Antwort mit reinkopieren und das nachher mit rumschicken, dass die Zuhörer da Zugriff haben. Ist genau. In den Materialdatenbanken auch die Durchschlagsfestigkeit enthalten? Ändert sich das nach 3-mal Reflow, 6-mal Reflow und so weiter? Roland, jetzt möglicherweise weißt du das als Materialexperte, aber ich glaube nicht, oder? Also wir haben Alterungstests gemacht und eigentlich ist ja UL zuständig für Brand und für Alterung von Materialien, also Flammhemmung und Alterung. Mhm. Und wir haben selber mal solche Tests gemacht und wir konnten an den eigentlich elektrischen Eigenschaften nichts feststellen durch thermische Alterung. Und letztendlich sind diese Reflow-Prozesse ja nichts anderes als eine thermische Alterung. Ein bisschen stressig, aber ja. Gut, also weiter. Ich denke, an der Durchschlagsfestigkeit ändert sich durch das Reflow-Löten erstmal nichts. Okay. Ab welchem Zeitpunkt gelten denn nun letztendlich diese neuen Limits? Das ist eine gute Frage. Also ich muss Ihnen sagen, UL hat ja das Ding schon scharf geschalten. Die haben ja diesen neuen UL 796 Standard schon veröffentlicht. Aber es ist, glaube ich, nicht vielen aufgefallen, weil die meisten, keine Ahnung, bekommen den gar nicht online zur Verfügung gestellt. Und auch wenn sie ihn bekommen, schauen die gar nicht so genau rein, dass sich eben diese Änderung vollzogen hat. Aber ich kann Sie beruhigen, die Änderung wurde noch nicht scharf geschalten, weil UL das noch einmal offiziell jetzt kommunizieren möchte. Die haben gesagt, das soll jetzt irgendwann im März stattfinden. Die werden dann ein Announcement rausgeben
offiziell an alle ihre Kunden und auch an den gesamten Markt hinaus und werden dann einen Tag X festlegen, ab wann das dann gültig ist und ab wann dann deren UL-Follow-up-Inspektoren das wirklich scharf bei den Bestückern kontrollieren werden. Aber wir warten noch auf das. Du hast vorhin in deiner Präsentation zwei Kategorien gebracht, 1 und 2. Sind die bei UL schon festgeschrieben oder waren das nur Beispiele? Es waren nur Beispiele. Okay. Also UL wird, ich kann es Ihnen gleich sagen, UL wird nur die DM 650 festschreiben, wird auch die JSTD 020 festschreiben und wird in einem Amendment bzw. an Appendix für die Follow-up-Inspektoren noch den Energieeintrag mit 105.000 Kelvin-Sekunden festlegen. Genau, das ist schon die nächste Frage. Wie sowas ermittelt wird, das wäre mal interessant, genau. Hat einer der Zuhörer geschrieben. Ich kann ganz kurz noch was scheren, wo man das ein bisschen bildlich sieht. Einen Moment, ich mache dich zum Moderator. Okay. So, ich habe hier noch. Wir haben hier noch, wenn Sie sehen hier in der Übersicht, alle von uns überprüften oder eingeholten Reflow-Profile. Wir haben hier in Rot die IBC DM650 eingezeichnet und in Gelb die JSTD 020, wo Sie genau die Kurve sehen und wo Sie jetzt in Schwarz die ganzen Lötprofile unserer verschiedenen Teilnehmer dargestellt bekommen. Aufgrund dessen haben wir gesagt, die beiden Profile, die passen ja schön. Weil es ist kein Profil in der Temperatur hinübergeschossen, also von der Temperaturhöhe über die 265 Grad. Und es ist keines der Profile länger gelaufen als eines der beiden Profile. Wenn man jetzt noch einmal schaut, da sieht man noch einmal im Vergleich die beiden Lötprofile, die eben eh in den Standard festgelegt sind. Also die brauchen wir, glaube ich, nicht ganz genau durchgehen. Und hier sieht man noch einmal dargestellt das Reflow-Profil nach dem 650 und auch das Reflow-Profil nach der JSTD 020. Also so haben wir das eigentlich festgelegt. Gut, nächste Frage. Kann ich jetzt gerade nicht ganz zuordnen. Zu Frage 1, ist dies nicht in Zusammenhang zu sehen mit den TCT-Klassen zu Basismaterialien, welche man jetzt schon angeben könnte? Weiß ich jetzt gerade nicht genau, zu was das gehört. Vielleicht hast du da eine Idee, Jürgen. Nö, das, mit denen kann ich auch nichts anfangen. Sorry. Also da können wir vielleicht nochmal ganz kurz eine Nachfrage stellen. Dann ja. Haben wir noch zwei Fragen und dann sind wir durch. Wird AT&S fertige Layer-Stacks für Altium realisieren? Da muss ich sagen, was man so hört in der Branche, sind da sehr viele Leiterplattenhersteller gerade dabei, da für die unterschiedlichen Tools auch Stacks, Layer, Stack-Ups zu generieren und die ihren Kunden zukommen zu lassen. Oder kannst du vielleicht nochmal ganz kurz was sagen dazu? Na, das kann man ja nicht ergänzen. Okay. Und dann jetzt die letzte Frage für das Bestehen eines Tests ist das Layout sicherlich mit verantwortlich. Wenn ich das aktuelle Layout betrachte, denke ich, dass dies für 6-mal nicht geeignet ist. Ich kann Ihnen gleich sagen, dieser UL-Standard, der ist so veraltet, dass der mit den neuen Designs, die in der Leiterplatte verwendet wird, nichts mehr zu tun hat. Also das können Sie vernachlässigen. Gut. Das wäre soweit gewesen. Also da sind gleich schon einige Rückmeldungen gekommen, dass es sehr interessant ist oder war, der Vortrag. Michael, ich kann anbieten, wenn noch hinten nach irgendwelche Fragen kommen. Also es kann mich jeder gerne auch persönlich kontaktieren und ich werde versuchen, dann die Fragen auch zu beantworten. Jetzt war hier noch einmal die nachgelegte Frage. Die TCT-Klassen sind die Temperaturzyklenklassen von 01 bis 06, steht ja dort. Das war die Frage, wo vorhin
nicht ganz klar war. Aber TDI, kann dies man mehr trotzdem aus fragen. dem Bauch nicht, PC ja. lassen, aber dann geht es um Temperaturwechseltests. Sieht so aus, ja. Ich denke, das sollten wir wahrscheinlich tatsächlich, ja genau, also gibt es eine Konsequenz für die PET-Geometrie nach IPC, ist eine weitere Frage, aber ich glaube, wir werden die restlichen Fragen werden wir tatsächlich direkt im Telefonat oder ja, Genau. in einer Fragerunde nochmal bearbeiten. Und ja, das war es dann soweit. Es ist noch eine ganze Menge reingekommen. Also wie schon gesagt, die Zuhörer bedanken sich nochmal recht herzlich für den interessanten Bitte gerne. Vortrag. Sehr Wir gerne. uns natürlich auch. War ganz toll, Jürgen, Freut mich. dass du hier was zum Besten gegeben hast für die Allgemeinheit. Roland, zurück zu dir nochmal zum Ja, Abschlusswort. ich habe mich natürlich auch sehr gefreut. Wie gesagt, auch über die große Teilnehmerzahl freut mich immer wieder riesig, dass das eigentlich immer besser ankommt innerhalb der Branche. Wir haben immer tolle Themen. Und ich gucke jetzt schon mal nach vorne zu den Pinguinen und der Neumayer-Station. Da freue ich mich jetzt schon drauf, mal zu sehen, Elektronik unter extremsten Bedingungen, was dabei nach heraus. Rüberkommt. Ansonsten wünsche ich allen natürlich jetzt noch einen schönen Feierabend. Bei uns noch strahlend blauer Himmel, draußen noch schön warm. So, und ja, bleibt alle gesund und wir sehen uns hoffentlich in 3 Wochen für die nächste Session dann wieder. Wunderbar. Dankeschön. Danke. Schönen Ciao. Abend noch. Tschüss. Hier beenden.